Dies ist die Tagesbotschaft der Galaktischen Föderation. Ursprung der Botschaft, Oberkommandant der Lichtflotte, Lord Ashtar. Mit der kontinuierlichen Erhöhung eurer Eigenschwingung und der allmählichen Anhebung eures Bewusstseins werdet ihr immer weniger mit jener Negativität zu tun haben, die mit dem bisherigen Zeitalter verbunden war. Ihr befindet euch in einer Aufwärtskurve und bewegt euch auf eine neue Ebene hin, die nach und nach von der Negativität befreit sein wird. Ignoriert diejenigen, die sich ihrer eigenen Schwingungserhöhung noch verweigern und sich damit ihren eigenen Weg in die Zukunft schaffen. Segnet sie und geht euren Weg weiter, denn sie haben euch nichts Nützliches zu bieten, deren Weg ist nicht der eure. Ihr beschreitet euren Weg ins Licht, der euch in nicht allzu ferner Zukunft zum Aufstieg führen wird. Kümmert euch nicht um das Schicksal derer, die immer noch beharrlich negative Handlungen begehen, denn auch sie folgen ihrem eigenen, sorgfältig arrangierten Lebensplan, der ihnen jene Erfahrungen vermittelt, die sie benötigen, um ihre Schwächen überwinden zu können. In einer so wichtigen Periode eurer Evolution solltet ihr stattdessen auf euer eigenes Ziel konzentriert bleiben. Seid versichert, dass jede Seele die gleiche Chance hat, aufsteigen zu können, doch offensichtlich sind viele noch immer im Kampf um die eigene Vormachtstellung verstrickt. Sie haben wenig oder gar keine Vorstellung vom Einssein der Menschheit oder vom ewigen Leben. Es wird jedoch eine Zeit kommen, in der auch sie zum Licht hin erwachen und sich ihres Gott selbst bewusst werden. Ihr habt eine Vielzahl von Wesenheiten aus dem gesamten Universum um euch, die auf die Erde gekommen sind, um nicht nur Zeugen des Aufstiegs zu werden, sondern auch bereit sind, euch in der galaktischen Gesellschaft willkommen zu heißen. Einige kommen von den Plejaden und aus anderen Bereichen des Weltraums, um Anspruch zu erheben auf die Gemeinschaft mit denen, die zu ihnen gehören, und um ihnen zu helfen, sich an die bevorstehende neue Lebensweise anzupassen. Mit der Verlagerung der Dimensionen lasst ihr eure alte Welt hinter euch, so dass ihr euren Platz auf einer schönen neuen Erde einnehmen könnt, frei von jeder Form der Einmischung durch die Dunkelmächte. Galaktische Botschaften gibt's auch als Buchform. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Aufgrund der Attacken von YouTube und der hinterlistigen Demonetarisierung von Merksam und Vibes durch YouTube kannst du uns auch auf Patreon unterstützen, denn ohne deine Hilfe geht es jetzt leider nicht mehr, den Link dazu findest du ebenso unten. Bis zur Erreichung der höheren Schwingungsebenen ist es zwar noch ein weiter Weg, aber ihr befindet euch auf dem richtigen Weg, und Hilfe ist vorhanden, die euren Erfolg sichert. Werdet niemals wankelmütig, denn der Aufstieg ist euch sicher, vorausgesetzt, ihr haltet euer gegenwärtiges Schwingungsniveau aufrecht und hebt es weiterhin an, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet. Ihr habt nun schon einen sehr langen Weg zurückgelegt, um an diesen Punkt eurer Evolution zu gelangen, stellt also sicher, dass ihr nicht zurückfallt. Da bereits so viele unter euch ihr Karma geklärt haben, sollte der Rest eurer Reise glatt verlaufen. Dennoch gibt es überall um euch herum immer noch Ablenkungen, so dass ihr darauf achten müsst, euer Ziel allezeit fest im Blick zu behalten. Diese jetzige Endzeit ist für euch eine Gelegenheit, anderen zu helfen, die den gleichen Weg gehen, aber vielleicht nicht so weit fortgeschritten sind wie ihr. Ein freundliches Wort oder eine helfende Hand können für sie höchst akzeptabel sein, da eure Erfahrung euch befähigt, mit Kompetenz zu sprechen. Es ist ganz normal, dass diejenigen, die in der Evolution bereits fortgeschritten sind, anderen helfen, und im größeren Gesamtplan sind diejenigen, die den Weg vorgezeichnet haben, auch verantwortlich dafür, dass alle, die in ihre Fußstapfen treten, zum Erfolg geführt werden. Macht euch bewusst, dass ihr alle eins seid. Je früher ihr dies akzeptiert, desto eher werdet ihr weitere Fortschritte machen und fähig sein, andere mit dem gleichen Respekt zu behandeln, den ihr auch für euch selbst erwartet. Das gilt auch in Bezug auf andere Lebensformen, denn alle haben Seelen, die sich kontinuierlich verändern, wenn sie die verschiedenen anderen Lebensformen erleben. Im Leben geht es immer um das Sammeln von Erfahrungen, und ihr begebt euch dorthin, wo ihr am besten aus ihnen lernen und euer Bewusstsein erweitern könnt. Euer Universum ist voll von unterschiedlichen Schwingungsebenen, und nur in den unteren Ebenen könnt ihr Materie und feste physische Formen erleben. Was auch immer ihr euch vorstellen könnt, es existiert bereits irgendwo in eurem Universum. Der Prozess in Richtung Wandel geht weiter. Bisher ist es zumeist noch ein rauer Weg dahin.
Auf der einen Seite haben wir die aufgestiegenen Meister, zahlreiche geheime Gesellschaften und deren enge Verbündete, also jene Personen, die sich ehrlich und aufrichtig für eine schnelle und vernünftige Beendigung der Macht und des Reichtums jener vielen Lakaien der Dunkelkräfte, auf der anderen Seite, engagieren. Wir besitzen Technologien, die sehr gut geeignet sind, viele der Schwierigkeiten zu lösen, die dieser komplexen Prozedur anhaften. Doch trotz dieser Schwierigkeiten erreichen die Akteure bereits den Punkt, dass diese Fonds tatsächlich sicher verteilt werden können. Während dieser Momente nahen, ist es unser Ziel, auf das Ende der Macht und des Prestiges der moralisch verdorbenen Oligarchen hinzuwirken. Es ist an der Zeit, diese bisherige Realität zu revidieren und einem jeden unter euch zu ermöglichen, sich der Beendigung der Schuldensklaverei und der unmoralischen Vorgehensweisen der Dunkelkräfte zu sonnen. Dieses Ziel ist zudem Bestandteil eines umfangreicheren Programms, das bereits vor vielen Jahren von den Kräften des Lichts und denjenigen dargelegt wurde, die darauf hinarbeiten, euch eure seit langem verheißene neue Wirklichkeit zu bringen. Wir erwarten, dass dies sich nun recht schnell verwirklicht. Der Zeitpunkt für diese Tat ist gekommen. In nicht allzu ferner Zukunft werden viele unter euch in die höheren Schwingungsebenen aufsteigen. Ihr werdet zurückblicken und erkennen, dass ihr schon viele Lebenszeiten in den niederen Schwingungsebenen verbracht habt. Dadurch habt ihr zugleich eine höhere Bewusstseinsebene erlangt und gelernt, eure Emotionen zu beherrschen. Das war notwendig, um das überwinden zu können, was man nur als niederste Emotionen bezeichnen kann. In einer höher entwickelten Seele können solche Emotionen nicht mehr existieren, weil sie ihre Gefühle vollständig unter Kontrolle hat und in ihrer Schwingungsebene verbleiben kann, in der sie beständig in der Lage ist, unbeeinflusst zu bleiben von allem, was um sie herum vor sich geht. Dieses Maß an Selbstbeherrschung zu erreichen braucht Zeit, wird aber schließlich zur zweiten Natur werden. Worte können kaum ausdrücken, welch wunderbare Zukunft euch erwartet. Minus eine Zukunft, die so anders ist als eure gegenwärtigen Existenz, dass es nichts Vergleichbares gibt. Diese Zukunft wird wohlverdient sein.